Halli, Sanne, Countdown läuft. Wir sind wieder zurück. Servus. Du musst was entscheiden. Tut mir leid. Willkommen im Club. Tja, der Club namens Ich habe mich selbst sterben sehen hat ein neues Mitglied. Willkommen an Bord, Daniel. Sie ist aber eine Sympathie. Eine besser eher als ich Mütze. Ein Hey, ich lebe noch T-Shirt. Wir verlieren hier wertvolle Zeit. Warum wollte diese Mary, dass wir den Tod ihres Bruders sehen? Das passt nicht. Wir haben irgendwas übersehen. Und was? Weiß nicht. Als ich Mary sah, kam sie mir seltsam bekannt vor. Mir auch. Als würde ich sie kennen. Aber woher? Da ist es! Das hat uns verfolgt! Es will uns in die Enge treiben! Jetzt bleib mal entspannt. Schnitte schnellste. Ich glaube ja, dass der Pfarrer da einfach die ganze Familie von der Mary da irgendwie auslöschen will. Was machen wir denn jetzt? Ja, irgendwie schon, gell? Irgendwas hat er mit der Mary gemacht. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Was ist das hier? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Wie immer so nachdenklich gucken, wenn man eine Entscheidung trifft. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Denkst du, das ist am besten? Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Natürlich, wir könnten mal mit dem Monster Tee trinken, unterhalten, okay. Irgendwie so. Vielleicht stimmt's. Vielleicht haut es irgendwann ab. Es gibt keinen anderen Weg. Aber da noch umsehen und gucken, ob wir ein paar Hinweise finden, wäre cool. Ich finde einen anderen Weg hinaus. Bleib zusammen. Aber warum muss ich einen anderen Weg hinaus finden? Wir wollen doch hier bleiben. Ja, anscheinend. Wir bleiben hier. Ich finde einen Weg nach draußen. Na, ganz toll. So, jetzt hier. Ja, was kann man da ansehen? Und wir müssen leise sein. Ansehen? Richtig still. Unabhängig. Unleserlich. Okay, das sind irgendwelche Namen. Ah. Hm? Ich wollte doch die Namen lesen. Nur wegen dem blöden Geklopfe. Voll unhöflich. Hey. Scheiße! Jetzt habe ich mir aber erschrocken. Fuck. Lauf! Versteck dich! Schnell! Bleib zusammen! Also wenn es jetzt alle querfällt. Das ist doch der auf den Zaun gehüpft ist. Ja. Wo bist denn du schon wieder? Hinter Mülleimer. Welcher Mülleimer? Den, wo du auch bist. Ah, diesen Container dran. Ich kann eine gehen. Ich kann also da keine lang gehen. Da kann ich langsam lang gehen. Ich bin auf einer Straße hinten und vorne Nebel. Ah, oh, fuck. Ich kann nicht zur Kirche gehen. Ich muss da lang. Ja, jetzt ist er. So, jetzt habe ich 3 Quicktime-Events sogar geschafft. Mann. Ja, super, ich bin hier auf irgendeiner komischen Straße, keine Ahnung, wo ihr seid. Ich habe gerade das Monster angegriffen und verprügelt. Und dann sehe ich dich, glaube ich, im Nebel oder so. Wo bist du? Keller, komm schon! Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Sag doch was! Ist es so dumm? Wir müssen jetzt was tun! Warte doch mal! Wir müssen ruhig bleiben. Nach links gehen, nach rechts gehen. Keine Ahnung. Gehen wir nach links.
Ich habe wieder einen Beziehungsfall nach unten gehabt, in Rot. Das war wohl nicht richtig, ne? Was ist passiert? Okay. Hä, ich bin hier auf einmal im Nebel allein. Wieso bin ich auf einmal allein im Nebel? Hau zu. Hau doch da zu. Wieso bin ich im Nebel alleine? Was ist da passiert? Geh weg, du Ding. Ich kann nichts machen. Ich laufe im Nebel. Und der Typ ist weg, der John. Taylor! Ist er bei dir? Knall es ab. Wieso bin ich hier allein im Nebel jetzt? Was soll denn der? Also das war jetzt eine blöde Entscheidung. Sehr gut. Nur weil ich gesagt habe, befehlend, dass wir jetzt was machen müssen. Da ist er wieder. Das war jetzt knapp. Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Wir sind noch nicht aus. Super, von allein im Nebel bin ich plötzlich bei euch. Schön. Finde ich gut. Ja. Macht Sinn. Kurze Pause. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Keiner von uns ist sicher. Ach, ich bin wieder der Professor. Nicht heute. Oh. Anscheinend. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Lass uns hier eine Weile ausruhen. Hocke mal ein bisschen rum. Ja, ein bisschen chillen im Geisterwald ist super. Ja, ist immer gut. Würde ich auch machen, ne? Jemand was zu trinken, Picknick, Sandwiches, Kaffee. Du Kaffee wäre jetzt gut. Respekt. Irgendwer Hexe schön dabei, dass man Lagerfeuer macht. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Wir sitzen fest. Der Nebel umgibt uns. Wir kommen nicht durch. Wir müssen doch was tun. Wir müssen rausfinden, wo der Nebel herkommt. Ich glaube, Mary ist der Schlüssel zu einem Weg hier raus. Vielleicht. Das ist auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen spannend. Klar, aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Ganz viele, vielleicht. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Was bleibt uns sonst? Das schulden wir uns. Und den anderen. Wie geht das? Mary ist der Schlüssel. Ja. Ganz sicher. Ja, dann komm halt her, Geisterkind, und sag, wo wir hingehen sollen. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Ja, so einfach ist es nicht. Da ist was anderes dahinter, du. Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Stell dich der Bedrohung im Nebel. Okay. Dann schießen sie doch wieder. Warte auf freie Schussbahn. Nö, ich schieße über den Haufen. Ja, nachher ist wieder der andere. Jetzt oder? Bin ich eher oder wie? Oder keine Ahnung. Schwabebein. Da ist es doch. Aber guten Tag, ich glaube nicht, dass es das ist. Nur wurscht, die knallt er jetzt drauf, wenn ich. Ja, haha, guck. Gut habe ich nicht geschossen. Ziel mit dem Elenden hängt auf ihn anders. Ach, du hättest schießen können. Ja, ich hätte schießen können.
Ich wusste, dass das eine Verarsche ist. Ich war mir so sicher. Ich dachte, ich seh dich nie wieder. Die wäre jetzt tot gewesen. Aber sowas von tot wäre sie gewesen. Wärst fort. In der Emisse wir echt lachen. Gut dieses Mal. Keine Menschen gestorben bis jetzt. Wir sind froh, schon, dass du noch lebst. Also diesmal war es echt die richtige Entscheidung, war nicht die über den Haufen zu knallen. Aber danke. Aber die Möglichkeit hätte ich gehabt. Ich hätte draufknallt, wenn ich... Du bist hart im Nehmen. Ich weiß, ich habe mir gedacht, es kann nicht sein. Kann nicht sein, das Ding ist so ruhig, kein Geräusche. Gut gemacht. Naja, war Teamarbeit. Gerade ist dich wegzubringen unsere Priorität. Los geht's. Wir haben noch mehr dieser Dinger gesehen, seit du weg warst. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Wir vergeben einen. Außer von ihm. Mal, da gab es noch nichts. Ich gebe sie dir gern zurück. Schön, dass du lebst und sie tragen kannst. Danke. Ein echter Gentleman. Oh, der Professor ist zu alle arschlochhaft. Nur zu ihr ist er nicht. Ne? Was ist da los? Ein Glas ist kaputt. Wenn ich das andere auch zerbreche, muss ich das hier nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterhilft, aber der Gedanke gefällt mir. Jetzt schleim dann nicht so rum. Das ist ein Schleimscheißer. Hab's gehört. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. So, wer bin ich diesmal? Achso, nur immer wieder. Okay. Ja. Ja, manchmal hast du ewig lange Dinger, wo du wirklich gar nichts machst. Ich helfe dir runter. Plötzlich, boom, Quick Time. Stirb. Ja, war man? Nee, da war nicht. Das sind 40% oder so. Lauf! War wieder erschrocken. Jetzt warte doch mal. Der hat doch nur Schmerzen im Bein, helft ihm doch. Zusammenbleiben hilft euch mehr, Kinas. Which ist Andrew? Super. Professor? Und ich bin Angela, allein. Angela, hallo? Jetzt? Und du bist Daniel. Daniel? Okay. Taylor? Super, Quicktime-Events. Not amused. Hey! Oh. Wo seid ihr, verdammt? Bleibt zusammen, warum laufen die jetzt schon wieder in verschiedene Richtungen? Keine Ahnung, mit meiner Sauerlein hier. Oh! Oh. Hallo? Lass mich loslassen! Hilf mir mal! Ja, ich weiß. Hab einfach mal jetzt. Ich glaube, ich hab nicht dich. So. Nicht versauen, nicht versauen. Oh. Daniel! Hey! Dann fällt schon wieder alle auseinander. Wo ist Daniel? Ich sehe ihn nicht. Hallo? Das war aber kein Event, was ich jetzt machen konnte, ne? Der stirbt einfach jetzt. Ich meinte, vielleicht wären wir alle tot. Und dies wäre die Hölle. Ich habe gelacht, aber jetzt glaube ich, er hat da recht. Du bist durch die Hölle gegangen. Ich habe verblüfft und arrogant freigeschaltet und ich habe da was ins Auge gefasst. Okay. Wir müssen weg jetzt gleich. Bist du noch am Leben? Ne, bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, wenn du was im Auge gefasst hast, dann. Ja, es war ein Speer, den ich ins Auge gefasst habe. Sehr nah. Ja, eben. Aber ich verstehe es nicht. Ich muss mir das Video selber nochmal anschauen, wo hier der Quicktime-Event gewesen wäre, ja, den ich versaut habe. Ich hatte ein Event, überhaupt wenn ich nicht mitbekommen.
ja, irgendwas vorher, weil es waren zwei gleichzeitig, die angegriffen wurden. Ich habe jetzt einfach die eine gerettet und du warst da. Ja, dann. Aber es kann ja nicht sein, irgendwie müssen ja alle überleben können in dem Spiel. Ja, aber das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Das muss man ansehen, was da gewesen wäre. Was da versammelt wurde. Weil bei mir ist jetzt hier die Kamera und läuft dann langsam im Gras umher. Kann ich was machen? Nö. Kannst du was machen? Nö. Toll. Ja, die lief da jetzt einfach ein Weilchen. Jetzt kommt Ladescreen. Ah. Besser das eigene selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. 3 Hinrichtungen, 3 gequälte Wesen. Und bisher ist der einzige Verlust, denn schon eine Idee, was noch auf sie wartet, versteckt im Nebel. Wer ist der einzige Verlust, denn ihr Lehrer haben es doch. Da kommt. Er hat Tschüssing gedrückt. Ja, wir verstehen immer nicht, warum. Ja, aber kannst du schon. Ich würde sagen, machen wir kürzer eine Folge. Ich will mir das Video jetzt nochmal anschauen, was ich da versammelt habe. Ist okay. So. Ciao zusammen. Servus.